Wir waren wenig Leute in der Zeit. Ich glaube, wir waren gesamt 63 Leute, die die ganze Motorentwicklung und die Produktion und alles gemacht haben und haben trotzdem die Weltmeisterschaft zusammengebracht. Ja, ich war dabei beim letzten Rennen in Kyalami, wo wir Weltmeister geworden sind. Ich muss dazu sagen, das Wochenende war für uns so aufregend, dass wir am Freitag selbst nicht geglaubt haben, dass wir jemals Weltmeister werden, weil wir riesen Probleme gehabt haben mit dem Motor, mit Temperatur, mit der Höhenlage in Kyalami und sonstig. Aber wir haben uns wirklich, wir haben 48 Stunden durchgeschraubt, haben Motoren zerlegt, haben begutachtet, haben verbessert für das nächste Training, wieder einen neuen Motor rein. Und wir haben es hingebracht, dass wir das Rennen durchgekommen sind und als Weltmeister zum Schluss da waren. Ja, das Gefühl ist unbeschreiblich. Vor allen Dingen letzten Donnerstag, wenn wir am Prüfstand waren und wenn wir wieder gestartet haben, wie er wieder gelaufen ist. Für uns war das schon erhebend, muss ich sagen, weil du weißt, wie er klingt. Oder hast ihn zwar jetzt seit 30 Jahren nicht mehr gehört, so ungefähr, oder ein bisschen weniger. Es war schon. Und wir hatten einen guten Bekannten bei der BASF. Der hat die Zugang zu den Archiven und der hat da eines Tages die alte Formulierung rausgekramt. Und das war insoweit recht interessant. Wir bekamen ein 200-Liter-Fass voll von dem neuen Kraftstoff und wir haben das probiert. Und wo wir vorher unsere Probleme, Klingelprobleme hatten, die waren weg. Und dann haben wir einen Ladedruck drauf, waren weg. Nochmal einen Ladedruck drauf und wir hatten halt dann deutlich mehr Leistung als die anderen. Ja, wie soll ich denn sagen, man fühlt sich gleich zu Hause, gell? Man kennt sich ja sehr gut, wir sind eigentlich mittlerweile alle befreundet. Jeder hat eine Freude daran, an dem Ding wieder zu arbeiten, mal zu sehen, dass es wieder fährt, kracht und stinkt sozusagen. Dass man Piquet natürlich auch wieder dabei haben, ist ja wunderbar. Es gab einmal ein Tourenwagenreglement, deutsche Meisterschaft, da war es möglich, mit einem 1,4 Liter Turbolader-Motor zu fahren. Und dabei, bei dieser Entwicklung, haben wir festgestellt, wir erreichten damals schon die 550 PS. Und da war natürlich der Gedanke nahe, in die Formel 1 damit zu gehen, weil zur damaligen Zeit die Cosworth-Saugmotoren, die 8-Zylinder-Motoren, die hatten ungefähr 450 oder 470 PS. Hey, so.
Mm-hmm.